Hallo und herzlich willkommen hier in Kanada zum Forst zusammen mit dem Freddy. Jo, hallo. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir uns mal um und sind ready. Wir sind hier auf der Kanada-Map, also das ist eine Beta, die habe ich mir schon vor über einem Jahr mal angeschaut, habe ich auch mal, glaube ich, im Forstprojekt erzählt. Ich fand die Map einfach ganz interessant, weil die früher mal, ich werde es jetzt mal einmal so ganz Cheater-mäßig zeigen, und in die Lüfte steigen. Die Map ist nämlich quasi nackig, wenn ihr die bekommt. Es gibt so ein paar Büsche und sowas, die sind quasi schon vor und ein paar tote Bäume. Aber wie ihr seht, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns ein wenig darum gekümmert, dass es hier Bäume gibt. So ein oder So sieht's zwei, aus. manchmal auch drei Bäume. Also hier haben wir wirklich richtig was zu tun, wenn wir dann alles fällen wollen. Mal schauen, was wir genau machen. Es gibt hier so sumpfige Bereiche mit Wasser drin. Es gibt so buschige Bereiche. Da vorne haben wir dann auch noch ein steileres, ja, gebirgemäßiges Forstgebiet. Und einen Fluss. Den Fluss haben wir auch, genau. Beziehungsweise hier haben wir ja noch so einen richtig dicken See, Bergsee, wie auch immer. Ja, eben stimmt, ja. Ist eigentlich ganz cool. Ich habe auch so dekorativ so außen einmal an den Webrand überall Bäume hingesetzt. Es dürften circa, ich habe das ja hier mit dem Platzierbaren gemacht. Ich kann da mal nachgucken, wie viele Bäume es jetzt ungefähr waren. Es waren genau 4769 Bäume. Also ein, zwei Tage zu tun. Naja, wir wissen ja noch nicht genau, ob wir alle fällen und wo wir genau anfangen und so weiter. Man sieht, hier sind auch noch freie Areale. Da könnte man vielleicht später auch mal Bäume setzen, wenn man darauf Bock hat. Ich weiß echt noch nicht, an welcher Stelle wir genau anfangen sollen. Im Wald, würde ich sagen. Ja, das klingt logisch. Ach, vielleicht zu den Geräten. Wir haben etwas Geld auf dem Konto und genau zu sein 81.000 Euro. Und den Rest, den wir so an Geld brauchen, wollte ich mir jetzt eigentlich dann quasi mit dem Spiel so ein bisschen verdienen. Sprich, wenn wir so einen Häcksler kaufen wollen oder sowas, also einen Hacker, da müssen wir uns den verdienen. Wir haben allerdings schon ein relativ großes Gerät, beziehungsweise halt die Ponzer-Sachen, weil ich finde einfach, die kleineren Sachen haben nie so gut funktioniert. Und man möchte ja auch, dass das ein bisschen läuft im Forst, ne? Wo sieht's aus? Also ich hätte eine Idee. Oh, hat das Spiel. Okay, das war unerwartet. Das war jetzt echt komisch. Ich gehe mal eben auf die Waage so lange. Oh, Error. Da mache ich mir immer Sorgen, wenn er nichts anzeigt, obwohl ich auf der LKW-Waage stehe. Vorsicht. Joinst du? Ja gut, Standbild, Standbild, Standbild. Ja, bei dem Herrn Sauersocke ist das ja mal ein wenig schwierig. Ich bin mal gespannt. Darüber können wir jetzt leider ja noch gar nicht reden. Ich wollte jetzt gerade darüber reden, aber das können wir ja noch gar nicht, weil ich habe, oder ich werde jetzt gleich, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, mal den Trailer, den der gute Freddy zusammengeschnitten hat, freischalten. Und eigentlich wollte ich mal sagen, mal schauen, wie der Trailer so bei euch ankommt, aber das liegt ja für euch noch in der Zukunft. Also in eurer Vergangenheit, aber in unserer Zukunft. Ja. Ich hätte, glaube ich, eine Stelle, wo wir anfangen können. Du hättest eine Stelle, wo bist du denn? So Richtung Brücke, weißt du da? Also zu der Brücke, die rüber geht auf die andere Hälfte, wo du dann hier links ist so ein Areal, das ist erstmal nicht so groß. Da könnte man sich erstmal so ein bisschen, ich sag mal, wieder einarbeiten, bevor wir dann in die schwereren Gebiete gehen. Da oben zum Beispiel gibt es ja auch ein ganz cooles Gebiet, wo wir wirklich in den Bergen arbeiten können mit dem Forst. Aber das Problem ist da, glaube ich, also ich habe es ja selber, beim Trailer haben wir da oben auch einige Szenen gedreht und so weiter. Das ist schon relativ heftig, weil es so ist, dass die Maschinen dann am Hang natürlich auch mal rutschen. Ey, bist du hier am Rasen? Schnapp dir lieber gleich mal schon einen Skorpion und dann geben wir mal richtig Gas da. Boah, ich bin mal gespannt, darüber können wir vielleicht hier im Projekt ja auch mal reden. Was wird sich wohl im Forst verändern beim LS17? Weil darüber kann man wirklich noch so gar nichts vermuten. Jetzt so wirklich die reinen Forstmarken an Geräten wurden jetzt auch noch nicht irgendwie verkündet, dass da jetzt, was weiß ich, okay, das ist jetzt wieder, jetzt schüre ich wieder Gerüchte, ich weiß. Angenommen, jetzt würde John Deere, die bauen ja auch Harvester und sowas, ne? Aber John Deere kommt ja wohl ziemlich sicher nicht, davon kann man ja ausgehen. Aber, ja, da kann man echt mal gespannt sein, was wird sich im Forst wohl tun? Habe ich echt noch nicht so wirklich eine Idee. Physik?
und Ja, Bäumen fallen. Physik, so also ein bisschen Feintuning, wobei ich irgendwie hoffe, dass die nicht generell die Physik von den ganzen Objekten über den Haufen werfen, einfach weil die Ballen funktionieren meiner Meinung nach immer noch ziemlich, ziemlich gut. Ja, So, das stimmt. solange man nicht einen Anhänger hat, wo sie drauf rutschen. Na, wenn sie das von den Baumstämmen so hinkriegen wie mit den Bäumen, dann wär's. Dann wäre es top, ja. Ja. Dann könnte man auch besser mal mit kleineren Geräten arbeiten. Im Forst hätte ich auch gerne mal so einen Anbau, 3-Punkt-Greifer und sowas. Also so einen richtig billigen Einstieg für den Forst. Stimmt, dass man kleiner an, also wirklich klein anfangen kann. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Oder dass man auch zwischen. Ja, gut, was gibt's denn da für Zwischenstufen? Gibt's überhaupt welche? Ja, gibt es schon. Wir haben 5 Meter Holz immer gemacht, ne? Das war immer am besten. Lange her, aber ist möglich. Hab ich zumindest so im Kopf. So, ich würde sagen, wir arbeiten uns von hinten durch. Oh, der war doch ganz schön tief hier, der kleine Bach. Und dann entasten wir den schon direkt schön hin. Und hier ist es ja noch relativ eben. Da kann man dann hoffentlich auch noch mit dem Buffalo nachher ein bisschen was arbeiten. So. Jetzt müsste ich mal einmal in die Innenansicht gucken. Ja, ich habe 5 Meter Holz eingestellt. Steige ich einmal ein und aus. Steine. Oh. Also ich wollte hier erstmal ein bisschen Büschen machen, weißt du? Bis zu dieser Reihe. Dass man dieses Areal von, weiß ich nicht, 100 mal 100 Meter An oder der so. Straße das Areal oder das, wo ich drinne stehe, Nee, wäre das auch hier schön. drüben, wo ich drin stehe. Okay, Halt das, gut. was hier mit der Hecke quasi, mit den Büschen eingerahmt ist. Damit man Also ich einfach habe erstmal so jetzt. ein kleines Testareal hat, mal wieder loszulegen mit den großen Geräten. Und Ja. demnächst nehmen wir uns dann irgendwie, was weiß ich, ein richtig großes Areal, wo wir Kahlschlag machen. Oder zum Beispiel, was es sonst halt noch gibt, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Oben in den Bergen ist sicher auch interessant. Würde ich mich zumindest auf jeden Fall schon drauf freuen. Bin ja wie so immer so ein bergiger Typ. Also ich bin jetzt bei 5 Metern, das sollte jetzt Meinst du, passen. so ein Radler da wäre auf Dauer nochmal wieder was für uns? Mit so einem Greifer? Na, damit ging es ja eigentlich dann ganz gut. Also mit dem Frontlader würde ich es jetzt nicht zwangsläufig machen. Das ist echt Naja, nicht so das Frontlader ist Wahre. nur so, weiß ich nicht, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß, ne? Ein Baumstamm und dann ist der schon vorbei quasi, da geht ja nichts mehr rein quasi. Ja, aber Radlader wäre wahrscheinlich eine Maßnahme, wo wir drauf sparen können. Ich denke auch, dass wir ganz gut Geld verdienen hier. Du kennst das ja. Ich muss mal gucken, wo genau man die überhaupt hier auf der Map verkauft. Wahrscheinlich da am Haupthof direkt, ne? Da war ja Es relativ gibt ja nichts viel. anderes, oder? Na doch, da oben ist noch so eine kleine Verkaufsstelle auf dem Berg. Es ist echt halt eine Map, die sich nur an Forst richtet. Man könnte hier ein Feld bewirtschaften, beziehungsweise man könnte natürlich Flüge und neue Felder dadurch quasi erreichen, aber das wäre dann auch schon wirklich alles, was man machen kann. Das ist Naja, also das. Ja, wirklich, gut, man kann es halt nicht verkaufen, ne? genau, es ist halt einfach was für Leute, die wirklich nur Forst wollen. Deshalb war ich hier auch lange skeptisch, weil ich finde an sich, die Map ist geil, aber halt wirklich nur für Forst. Aber ja, wenn ich sie jemals benutze, dann halt jetzt hier gerade in dem Forst, weil für alles andere macht die halt keinen Sinn. Aber irgendwie fand ich die halt trotzdem, hat mich irgendwie gereizt, einfach dieses, zum einen, dass man sich das Ganze so ein bisschen noch frei machen kann. Das liegt ja auch daran, dass das Ganze eine Beta ist und die Map so gesehen auch noch nicht fertig ist. Die ist aber schon seit Ewigkeit in der Beta. Ich weiß nicht, ob der Map-Ersteller sich da noch irgendwas bei denkt, ob die nochmal upgedatet wird oder ob der vielleicht das Interesse selber an der Map verloren hat oder was weiß ich, selber sich seine Bäume drauf platziert hat und darauf zockt, aber keine neue Version mehr plant, habe ich jetzt nichts drüber in Erfahrung bringen können. Also schauen wir mal. Naja, bin Wobei ich ich mal auch lange gespannt, was überlegt hier habe, ob wird. man nicht lieber so eine kleine schnucklige Map nimmt, die vom Detailgrad her schön ist, aber die meisten Maps ist halt immer Landwirtschaft plus ein bisschen Forst. Und wir wollen hier aber richtig forsten, deshalb brauchen wir halt auch eine große Map, ne? Beziehungsweise eine, wo du richtig Bäume hast, wie hier, wo der Fokus halt wirklich auf Forst liegt. Vorsicht! Kam der rüber Ui. bis zu dir? Ja, da war. Ja, So hättest du ein nicht vorsichtig gesagt, Windwindmacher. hätte er mich getroffen, sag mal so. Irgendwann haben wir das, glaube ich, letztes Jahr, muss man ja schon sagen. Ist weit über ein Jahr her, wenn ich so drüber nachdenke. Wann haben wir aufgehört? In Oktober oder so? Ich weiß es nicht. Ich
Ich weiß es nicht. 7, 8 Monate. Forst war ja auch eigentlich immer sowas, was trotzdem immer noch sehr, sehr gerne angefragt war von den Leuten, ob da nochmal irgendwas kommt. Jetzt gibt es das endlich mal wieder. Ich hatte auch einfach mal wieder Bock. Ich weiß nicht, Forst ist immer so ein bisschen, das war beim Forstmod noch extremer, aber Forst ist irgendwie nicht so wie LS spielen, wenn man dem wirklich so spielt wie wir hier, wo man wirklich nur forstet. Forst ist irgendwie so ein bisschen wie ein eigener Forst-Simulator manchmal, finde ich. Weil gerade wenn man jetzt wirklich sagt, ich mache nichts mit Landwirtschaft, dann ist es halt. Macht, ja. So. Ups. Ich würde mal sagen, die Deko-Bäume, also Deko in Anführungszeichen, die Bäume, die so am Rand stehen, die lassen wir als Deko-Bäume, damit es einfach besser aussieht, oder? Ja, ja. Die können wir eh nicht fällen. Nee, deine Gesetzen, logischerweise. Deine Gesetzen, die so eher am Rand stehen, in den Hecken drin und so ein Spaß. Ja, in den Hecken lass die da stehen, aber was auf der Wiese steht in diesem Areal, kann weg. Machen wir schon mal den ersten Schlag. Ja, wenn wir die Baumstämme wegmachen, können wir hier schön Heu machen und... Ja, dann können wir hier noch Wiese... Könnte man auch wirklich. Hier könnte man, das ist auch eigentlich eine Ort, wo wir später mal Setzlinge setzen können. Vom Boden her ist noch nicht so schlimm. Von der Beschaffenheit. Ja, da kann stimmt, man das, auch geht mit den Geräten arbeiten. Boah. Einfach diese Dynamik, die Maschine doch hat, mit den ganzen Animationen der Ponse, ist irgendwie einfach cool. Und ehrlich gesagt bin ich den jetzt eigentlich auch nie gefahren, außer damals im Forstprojekt. Naja, sonst kommen wir auch nicht wirklich dazu. Ja. Sonst ist der Landwirtschaftssimulator halt letzten Endes meistens doch einfach ein Landwirtschaftssimulator und man spielt mit Landwirtschaftsschiene, ne? Aber nicht Forstwirtschaftsschiene, so rum. Ja genau, man spielt wenig Forstwirtschaft eigentlich, finde ich zumindest so in unseren Kreisen jetzt. Oder macht zum Beispiel Nico da auf der Klettenberg viel Forst oder sowas? Nee. Gar nicht, ne? Das wäre mir neu. Ja, also was halt. Das wäre mir neu. Ich glaube generell, es ist nett mit dem Forst, aber es war jetzt nicht so das Killer-Feature. Das ist eigentlich wie eine Art Add-on, würde ich sagen. Es ist jetzt nichts, was einen wirklich umhaut, so wie die BGA-Aktion, die jetzt fest im Spiel drin ist. Ja. Aber wobei, die war wie ja auch schon beim 13er fest drin, die BGA, ne? Ja, das... Ja, ab dem 13er halt, ja. Ist ein nettes kleines Feature, wie du schon gesagt hast, ja. Gerade für die Leute, die Forstmod schon gespielt haben, war es halt jetzt auch nicht, sag ich mal, atemberaubend, weil man einfach schon einiges gewohnt war vom Forstmod. Einiges Gutes, muss man ja sagen. Ja, Forstmod war einfach geil. Letztens habe ich nachgeschaut. Ich glaube, es sind jetzt ziemlich genau 2 Jahre. So lange ist es denn her? Ja, vor 2 Jahren kam er. Boah, wie lange man darauf gewartet hat, Bilder gesehen hat und sich gedacht hat, boah, das könnte so geil werden. Ne? Und dann irgendwann war er ja auf einmal da quasi. Das war. Dann war er geil. Das war schon auf jeden Fall der absolute Höhepunkt im LS13. Und ich glaube, das ist auch einfach immer noch ein Mod für den 13er gewesen, der viele, ja, weil viele so beim 15er, und das wird es jetzt beim 17er auch geben. Es gibt immer eine Welle von Leuten, die sagen, ich kaufe das neue Spiel nicht. Bei dem alten bin ich doch mit den Mods viel besser bedient. Aber das ist auch, das habe ich oft gelesen, ich sag mal, bei den Leuten, die vielleicht eher ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man die Leute so einstufen sollte, aber es gibt halt einige Leute, die wirklich sagen, ja nö, ich hole mir das Spiel nicht, ich kann ja jetzt alles mit Mods. Und gleichzeitig beschweren die sich aber, dass Giants nichts Neues macht, so ungefähr. Da ist halt das Problem, was sollen sie denn machen? Außer mehr Geräte einbauen, die Spielmechanik vertiefen, gibt's ja eigentlich nicht viel. Die wollen ja einen Landwirtschaftssimulator machen und keine Ahnung, was man da sonst noch alles reinstopfen könnte an Themenbereiche. Müllabfuhr. Was? Müllabfuhr. Müllabfuhr, genau. Weil, weißt du, das passt irgendwie nicht zusammen, wenn man sich beschwert, hey, die Geräte, die kommen, gab es vielleicht teilweise schon als Mod, aber gleichzeitig schimpft man, dass sich nichts verändert, weißt du? Mhm.
Und Giants kann sich jetzt ja auch keine neuen Geräte ausdenken, einfach, die doll sind und es gar nicht gibt oder so, weil alle Geräte, die es gibt, hat, also jetzt würde ich jetzt, also jetzt nicht ganz so wörtlich nehmen, aber 99% was, von dem, was es so gibt, wurde halt auch schon irgendwo gemoddet. Ob es jetzt gut umgesetzt war oder nicht, ist immer eine andere Sache, aber es gibt eigentlich so vieles als Mod einfach für den LS, dass man bei den Geräten einfach gar nichts wirklich brandneues mehr, ja, erschaffen kann, ne? Ich überlege gerade, aber das wäre alles nur sinnlose Spielereien. Gerade am Anfang vom 15er kam ja so eine richtige Welle an Force-Geräten, so dieser Jens-Hacker auf dem MAN und so weiter. Ja, generell so ein bisschen was für den Forst. Ach, das haben sich einige letzte Mal gewünscht, dass wir uns einen John Deere-Skidder holen. Da gibt es auch einen Mod. Aber ich würde sagen, für heute war es das dann erstmal mit der ersten Folge im Forst. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Und wenn ihr dem Freddy einen Gefallen tun wollt, dann like doch mal seinen Trailer. Like geil. Tschüss. Tschüss.